Europaparteitag der AfD, Kompakt TV ist vor Ort, hat live berichtet am Freitagabend und jetzt steht es fest, Maximilian Krah ist Spitzenkandidat für die Europawahl im Jahr 2024. Wir hatten die Ehre, schon vor seiner Kür zum Spitzenkandidaten mit ihm zu sprechen und einige seiner Positionen, einige seiner Visionen für Europa in Erfahrung zu bringen. Eine Frage zur Partei selbst, also die jetzige Delegation, über die haben Sie gesagt, das ist im Prinzip die alte Partei, die dort immer noch vertreten ist im Brüsseler Parlament. Was haben Sie damit gemeint? Naja, ich bin ja bekanntermaßen zweimal suspendiert worden und das liegt nicht daran, weil Italiener oder Franzosen mich suspendieren wollen. Das liegt natürlich daran, dass die eigene Truppe den Antrag gestellt hat. Und zwar im Regel wegen nichts. Das heißt also, anstatt gemeinsam Politik zu machen, nimmt man eben den medial bekanntesten Kollegen und macht ihn mundtot oder ist ja nicht gelungen. Aber diese Art, Politik nicht zu verstehen, um nach draußen zu gehen, was zu verändern, sondern eher Bürgerkrieg nach innen zu spielen, das ist doch die alte AfD. Das ist das, was uns unter 10% gehalten hat. Und was wir jetzt haben, ist die neue AfD. Das ist die nach draußen geht, die Streit intern löst, aber die Kraft auf den politischen Gegner fokussiert. Und das wäre auch Ihr Ziel als Spitzenkandidat dann? Das andere ist ja, braucht man nicht. Noch eine Frage. Heute auf dem Bundesparteitag wurde ja die Entscheidung gefällt, dass die AfD beitritt zur Partei Identität und Demokratie. Ja. Ich wusste bisher, dass es nur eine Fraktion gibt im Parlament. Was kann man sich darunter vorstellen? Ist dann eine Art internationale Partei mit einem internationalen Vorstand, dem sich die AfD jetzt unterstellt? Nein, es ist eine Art Parteienbund. Das ist also so wie wir als Abgeordnete in einer Fraktion sind, wo jede Delegation eben dann zusammensitzt, ohne unterstellt zu sein, sondern kooperiert, gibt es das Ganze auf der Parteiebene. Also die Parteien sitzen zusammen, machen auch alles ihres, aber es gibt ja Dinge, wo man sich abstimmt. Das heißt, es gibt jetzt einen Rahmen, wenn man sich trifft. Es gibt einen Rahmen, wenn man vielleicht eine gemeinsame Aktion macht. Nicht, wenn ich jetzt eine Aktion machen will mit, sagen wir mal, 7 anderen europäischen Parteien, dann muss ich ja genau 7 Verträge schließen. Und dann habe ich eben einen Rahmen, wo ich das tun kann und kriege es auch noch bezahlt. Das heißt, wir unterstellen uns, wir geben Eigenständigkeit auf. Nein, das gibt weder die Satzung her, das gibt auch diese Verordnung nicht her. Ich verstehe die Ängste. Wir haben bei der Union immer gelernt, was man einmal den Brüsselern, wenn man den kleinen Finger gibt, dann ist der Arm ab. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es wirklich nur der kleine Finger. Und auf der anderen Seite gibt es was zurück. Das heißt, die Argumente sind verständlich, nachvollziehbar. Das Leben ist immer eine Mischkalkulation, aber das Plus überwiegt das Minus eindeutig. Okay, vielen Dank, Herr Krah. Im Unterschied zu bisherigen Parteitagen der AfD war dieser Parteitag wirklich sehr harmonisch, muss man wirklich sagen, weil die bisherigen Parteitage waren ja wirklich geprägt von Lagerkämpfen und Zankereien. Die Leute haben sich öffentlich angeschrien. All das findet man auf dem Magdeburger Parteitag nicht. Also die Partei hat zu sich selbst gefunden und darüber haben wir auch mit 2 Lichtgestalten der Partei gesprochen, nämlich mit der Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel und mit dem Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke. Ja, Herr Höcke, Maximilian Krah wurde Sie eben zum Spitzenkandidat für Europa gewählt. Eine gute Entscheidung? Eine sehr gute Entscheidung. Ich stehe hinter Maximilian Krah, kenne ihn jetzt schon seit vielen Jahren, schätze ihn sehr als intelligenten und gebildeten Gesprächspartner. Das rhetorische Talent ist unbestritten. Er hat eine Kombination aus guten Eigenschaften, die man braucht, um Spitzenkandidat einer Partei zu sein. Deswegen bin ich froh, dass er gewählt worden ist. Die bisherige Delegation in Europa war ja zutiefst zerstritten und es gab immer wieder Zerwürfnisse. Was muss die jetzige Delegation anders machen, damit das in Zukunft besser läuft? Ich denke, dass die Partei in den letzten Jahren noch eine steile Lernkurve hingelegt hat und dass die Kandidaten, die heute und in den nächsten Tagen gewählt worden sind, die Lehren der letzten Jahre parteiinterner Kampf auch verinnerlicht haben, dass sie wissen, dass man hart in der Sache intern diskutieren muss, auch um lebendig zu bleiben, dass es aber dann darum geht, wenn man zu einer Einigung intern gekommen ist, die mit einer Stimme diese Einigung auch nach außen zu transportieren. Ich glaube, jeder, der jetzt von den 600 Delegierten gewählt worden wird, hat diese Lehre verinnerlicht und die nächste Delegation wird ganz anders arbeiten und die Machtkämpfe liegen hinter uns. Es ist so, im Leitantrag ist von einer geordneten Auflösung der Europäischen Union die Rede. Das wurde jetzt vom Bundesvorstand als versehen bezeichnet, soll geändert werden. Aber warum eigentlich? Ist das nicht eine ganz gute Formulierung, um so den AfD-Kurs zu beschreiben? Ich glaube, da ging es eher um eine Stilistik bei der Kritik. Es wird ja zum Beispiel auch eine neue Präambel geben, die auch von mir unterstützt wird, in der ausgeführt wird, was wir wollen als Vision. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass diese Präambel emotional formuliert ist und emotional auch Zielsetzungen aufzeigt, weil das ist das, was den Menschen Hoffnung gibt, was den Menschen auch Kraft gibt. Und dort ist deutlich niedergeschrieben, dass wir einen neuen Europäischen Bund
unabhängiger Nation wollen und dass nur das, was im gemeinsamen Interesse geregelt werden kann und muss, auf einer gemeinsamen europäischen Ebene geregelt werden sollte, aber dass die Europäische Union, um diesen neuen Bund europäischer Nationen zu gründen, aufgelöst werden muss, ist eine Selbstverständlichkeit, ohne dass man das immer explizit betonen muss, wenn man positiv formulieren will. Jetzt wird ja über das neue Wahlprogramm auch entschieden. Die nächsten Tage, ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, auch die Position zur NATO neu zu definieren, dass man sich zum Beispiel einen Rückzug aus der NATO fordert angesichts des aktuellen Ukraine-Konflikts? Auch da machen wir klare Aussagen und das war für mich auch ganz wichtig, das so deutlich in die Präambel hinein zu formulieren. Europa muss neu organisiert werden, die Kooperation muss neu organisiert werden, dort wo es gemeinsame Interessen gibt, wie ich das schon ausführte. Das sind vor allen Dingen vier Bereiche, nämlich der gemeinsame Markt, die Verteidigung, der Schutz der europäischen Außengrenzen, dann eine strategische Autonomie. Und das ist genau der Punkt, den Sie ansprechen. Und den Erhalt der kulturellen Identität. Das sind die vier gemeinsamen Interessenlagen, die alle europäischen Staaten verbinden und in denen wir auch dann einen neuen europäischen Staatenbund aufbauen wollen oder auf dem wir einen neuen europäischen Staatenbund aufbauen wollen. Das bedeutet, dass wir uns militärisch emanzipieren müssen. Wir kennen aber alle den Zustand der europäischen Armeen und wir wissen, dass das eine jahrelange Ertüchtigungsarbeit werden wird und dann auch einen strategischen Abkopplungsprozess nach sich ziehen muss, der Europa als selbstbestimmten Pol, auch militärisch selbstbestimmten Pol, in eine neue multipolare Weltordnung führt. Das ist so avisiert und das ist ein nicht kurzer Weg, sondern ein langer Weg, da sind wir realistisch, aber das ist die Zielsetzung, ja. Frau Weidel, soeben wurde Maximilian Krah zum Spitzenkandidaten gekürt für die Europawahl 2024. Aus Ihrer Sicht der richtige Mann für Brüssel? Ja, auf jeden Fall ist Maximilian Krah der richtige Mann für Brüssel. Er hat ja schon Erfahrung mitgebracht jetzt. Er gehört ja der jetzigen Delegation der AfD in Brüssel an. Und mit ihm haben wir auf jeden Fall einen kompetenten Spitzenkandidaten. Was muss denn die neue Delegation besser machen, anders machen als die bisherige? Weil da gab es ja viel Streit und viele Probleme. Sie sagen es. Also die letzte Delegation wurde durch Streit und Querulantentum auch unter anderem beigetragen durch unseren alten Bundessprecher, der wirklich auch ein Führungsdefizit hatte. Das ist ja ganz klar gewesen. Genauso hat er ja auch den Bundesvorstand geführt. Hat sich dort ja auch Strecken und teilweise zerlegt. Das haben sie nicht mehr. Wir haben ja auch beispielsweise seit einem Jahr im Bundesvorstand, seitdem wir da die Führung übernommen haben, auch absolute Ruhe, ein sehr, sehr gutes Einvernehmen. Über inhaltliche Fragen kann ja gestritten werden, das aber alles nur intern. Und wir haben sehr, sehr gutes kollegiales Einverständnis und genau das Gleiche erhoffe ich mir natürlich für die AfD-Delegation in Brüssel, die ja auch mehr als doppelt so groß sein wird. Im jetzigen Leitantrag wird ja noch eine geordnete Auflösung der Europäischen Union gefordert. Das wird vielleicht nochmal anders formuliert, aber es soll ja in die Richtung gehen. Bedeutet das aus Ihrer Sicht auch Rückkehr zu den nationalen Währungen bzw. ein Ende der Westbindung? Also es sind ja zwei ganz große Fragenkomplexe, die man nicht jetzt in ein paar Sätzen beantworten kann. Also was es erstmal nicht heißt, ist ein Währungsaustritt. Vielleicht erinnern Sie sich, das war noch zu Luckes Zeiten. Da war ich eine Befürworterin des Dexits des Euros aus dem Euroraum, weil ich davon überzeugt bin damalig, dass die Starkwährungsländer zuerst aus einer Krise in eine Gemeinschaftswährung, die eben auch theoretisch als auch praktisch nicht existieren kann. Der Euro wird irgendwann aufgelöst werden, leider ungeordnet, wenn wir diesen Kurs weiterfahren, warum ich damals schon plädiert habe für einen geordneten Dexit, also der Erstaustritt der Starkwährungsländer. Da gibt uns auch das Bundesverfassungsgericht tatsächlich aus den 90er Jahren, gibt es dort ein Urteil, auch Recht, was da eben besagt in einem Urteil, wenn der Euro eine Stabilitätsgemeinschaft, sinngemäß Stabilitätsgemeinschaft verlassen hat, dann sollten keine institutionellen Hemmungen einem Austritt Deutschlands aus dem Euroraum entgegenstehen. Das ist ein Bundesverfassungsgerichtsurteil von damals. Es wird gestützt, als auch ökonomisch die Auswirkung der ganzen Rettungspakete, also wenn Sie eine Währung aufweichen, das sehen Sie jetzt durch Kaufkraftverlust, durch Inflation, die ist ja nicht schleichend, die ist ja galoppierend und es wird auch mehr kommen durch eine unverhältnismäßige, gigantische Bilanzausweitung der EZB, durch eine ihr verbotene Geldpolitik, die sie betrieben hat. Also das ganze Ding
das kann nicht existieren, warum ich damals dafür plädiert habe, auszutreten. Da muss ich Ihnen aber sagen, Sie müssen immer auch so ein bisschen eine Ermessensfrage stellen. Was kann man fordern? Was ist realistisch? In der jetzigen Frage halte ich das für unrealistisch, das durchsetzen zu können, und würde mich eigentlich eher auf die Frage konzentrieren, wie können wir eigentlich die Europäische Union als ein zutiefst undemokratisches Konstrukt umbauen, und zwar nur durch eine Kompetenzrückverlagerung in die Nationalstaaten hinein, weil ich denke, dass nur die Nationalstaaten das richtige Gefäß für eine Demokratie sein können, nicht ein übergeordnetes Konstrukt, und das eben auch noch mal komplementiert durch direkt demokratische Elemente. Es kann nicht sein, dass die Deutschen über elementare Fragen nicht abstimmen dürfen. Und ich glaube, das ist ein guter Weg. Das unterstreichen auch unsere Partner in der ID-Partei, in der ID-Fraktion, das Europa der Vaterländer, was ja auch mal angestrebt war, ne? Und dazu gehört natürlich auch, und das möchte ich auch noch mal mit unterstreichen, ein effektiver Grenzschutz. Wir müssen eine, das habe ich auch heute in meiner Rede gesagt, wir müssen eine Festung Europas bauen. Wir müssen uns vor illegaler Zuwanderung schützen. Da ist 10 Jahre lang nichts passiert. In dem Bereich, wo die EU vielleicht noch ein bisschen Sinn gemacht hätte, nämlich eine gemeinschaftliche Verteidigungs- und Sicherheitsarchitektur, hat sie komplett versagt. Schengen ist gescheitert, und was wir brauchen, ist ein Aufbau eines wirklich wirksamen Grenzschutzes, eine Festung Europa zum Schutze unserer Identität und zum Schutze unserer Heimat. Das waren unsere drei wichtigsten Interviews, die wir geführt haben auf dem AfD-Europa-Parteitag, auf der Europawahlversammlung. Es geht hier noch weiter. Es ist ein Mammut-Parteitag, kann man sagen. Also am Sonntag geht es weiter und nächstes Wochenende auch. Wir beenden damit unsere Berichterstattung mit diesem kleinen Überblick. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen, und wir sehen uns in der nächsten Sendung. We'll be right back.